Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Bekommt keinen Schreck, es sieht einfach mehr aus, wie ihr eigentlich im Endeffekt doch dann benötigt. Und zwar ist dies ein Video, was man immer mal wieder jetzt die nächste Zeit benötigt, wenn man meine Karten nachbasteln möchte. Ich habe mir gedacht, ehe ich das in jedem Kartenvideo mit einbaue, mache ich ein separates Video, was ich dann immer dann bei der jeweiligen Kartengestaltung mit einblende. Und so kann man das Ganze nachbasteln. Um was geht es? Ich möchte mit euch Wimpelketten basteln aus Washi-Tape, wie ihr erkennen könnt. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier könnt ihr das gut erkennen. Hier habe ich das schon mal festgemacht, so provisorisch. Die bamselt noch so ein bisschen rum und man kann gut sehen, dass ich hier einmal so die Wimpelkette gemacht habe und einmal so. Das Ganze kann man natürlich auch in mega, mega groß machen für Wanddekoration. Man kann das Ganze über den Tisch machen, ne? Als zum Kindergeburtstag oder so. Nicht nur für Kartengestaltung, auch für alle anderen Sachen, was euch so einfällt, wo man das dekorieren kann, kann man es natürlich verwenden. Und in groß sieht das Ganze dann so aus. Hier habe ich das Ganze mal in groß angefertigt. Hier habe ich zum Beispiel diese breite Washi-Tape-Rolle verwendet. Dann könnt ihr das so machen. Je nachdem, wenn ihr das Washi-Tape länger macht, kann man das natürlich noch größer machen. Ne? Umso länger das Washi-Tape, umso größer wird das Ganze. Und bei diesen hier habe ich dieses Breite verwendet. Also wenn ihr das für einen Tisch machen möchtet, zur Tischdekoration oder so, oder ein großes A4-Heft habt, was ihr gestalten möchtet, dann würde ich euch sowas empfehlen und dann bekommt ihr solche großen Teile hin. So, klein sieht so aus und ich finde das mega hübsch und gerade auf so einer Kartengestaltung macht das echt was her. Wie funktioniert das Ganze? Bei den kleinen habe ich mir Papier dazwischen gelegt, deswegen seht ihr hier noch Papierschnipselchen. Bei den großen habe ich es nicht verwendet, einfach weil da genügend Festigkeit da ist. Also, ich würde sagen, wir starten mal. Ich mache das Ganze mit euch an einem kleinen Beispiel und dafür mache ich jetzt einfach mal das Ganze in drei Beispielen. Dafür schneide ich mir jetzt einfach mal so, es darf nicht breiter als das Washi-Tape sein, schneide ich mir jetzt einfach mal drei solche Schnipselchen ab. Dann nehmt ihr euer Band. Das ist total egal, was ihr für ein Band nehmt. Ihr könnt jedes Band nehmen, jedes Band ist dafür geeignet. Und dann schneidet ihr euch eure Länge ab, die ihr eventuell dafür benötigt. Ich habe mir die ganzen dann immer so mit Washi-Tape links und rechts beschwert, einfach damit ich dieses Gefuckel nicht habe. Jetzt habe ich gerade das Washi-Tape genommen, was ich benutzen wollte. Okay. So, jetzt nehmt ihr euch das Washi-Tape und macht euch da ein Stück ab, je nachdem wie lang das Ganze wieder werden soll. Dreht euch das auf den Kopf, nehmt euer Stück Papier und macht das irgendwo hin. Jetzt legt ihr das Ganze unter euer Band, macht das mit dem Weißen hier oben so bündig und jetzt klappt ihr das obere Washi-Tape einfach rum. Wenn es nicht gerade wird, ist ja nicht weiter schlimm, dann zieht ihr das Ganze nochmal ab. Bei Washi-Tape ist das ja so, dass man das immer wieder abziehen kann und macht das erstmal runter. Jetzt könntet ihr euch die anderen drei auch gleich schon fertig machen. So, wenn das fertig ist, nehmt ihr das Ganze und macht euch die auf eine Länge. Und je nachdem, welche Form ihr jetzt haben möchtet, ich mache jetzt diese Form als erstes. Ich hole mir dafür, ich gucke, dass das noch gerade ist, ich suche mir dafür die Mitte aus und von der Mitte schneide ich hier oben unter das Band. Und das Ganze zur anderen Seite. So, ihr seht, umso länger ich das Washi-Tape lasse, umso spitzer wird das logischerweise. Ne? Ist wieder eine ganz andere Ansicht wie hier. Und jetzt möchte ich diese Variante machen. Dafür nehme ich einfach hier auch wieder die Mitte. Schneide ein bisschen tiefer rein,
so einen halben Zentimeter, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt gehe ich einmal von links und schneide da rein zur Mitte. Und im gleichen Winkel schneide ich von rechts auch zu der Mitte. Und dann ziehe ich mir das Ganze ab. Wenn es nicht geht, schneide ich nochmal nach. Und ziehe das Ganze ab. Und so einfach könnt ihr euch eine Wimpelkette für eure Kartengestaltung oder ähnliches anfertigen. Wenn das dann auf der Karte natürlich dann so hoch geht, nimmt man halt Klebepunkte und macht das von hinten, fixiert man das. Das ist dann aber in einem anderen Video, das hat heute hier nichts groß damit zu tun. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gewusst, wie man das Ganze macht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich danke euch fürs Zusehen und habt noch alle einen tollen Tag. Bis bald, eure Katrin.